Warum geht das Scheißtor nicht auf? Mensch! Zwei, zwei, eins, null. Was soll das? Ihre Frau hat mich darum gebeten. Was soll ich drücken? 2, 2, 1, 0. Wahnsinnig, wo ist die denn jetzt schon wieder? Evi! Evi! Warum bist du denn nicht im Haus? Du sollst am Nachmittag nicht in den Garten gehen. Ich mache mir Sorgen wegen den vielen Viechern. Ich hatte einen himmlischen Nachmittag. Evi. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Lana! Lana. Klaus Müller-Tott. Das ist Ihre Frau? In guten wie in schlechten Zeiten. Lana leitete in Bartos Hotel den Wellnessbereich. Und sie kann zaubern. Musst du sehen. Wie ist das nochmal, was Sie vorhin mit mir angestellt haben, Lana? Ein Stirnurus, passend zu Ihrer Dosha-Konstitution. Genau. Ich bin nämlich ein Watter-Typ. Wusstest du das? Klaus. Was? Wusstest du das? Was? Ich neige zu unregelmäßigem Appetit und zu Verstopfung. Ich glaube nicht an Ayurveda. Ich schwöre auf das Skalpell. Lana wird dich bekehren. Du musst sie unbedingt ausprobieren. Seien Sie zur Abwechslung unser Gast. Lana, und Sie hatten mir von den heißen Steinen erzählt. Evi. Helfen die denn nicht auch gegen Stress? Evi, hör auf. Und Klaus, jetzt sei doch kein Spielverderber. Ich warte drin auf dich. Noch ein Weizengrassaft, Frau Müller-Tott? Ja, zwei. Für meinen Mann und mich. Als meine Frau noch jung war, trug sie ihr Haar genauso wie Sie. Ich bin jung. Ja, also, ich habe ein kleines Problem. Ein kleines Problem? Ja, es gibt Leute, die mir drohen. Leute? Richtig. Bedrohliche Leute? Ja, ich will es jetzt nicht gleich überdramatisieren. Und doch kommst du zum bösen Araber, hä? Nee, also deswegen bin ich jetzt nicht hier. Also ich meine, ich kenne einfach keinen, der... Der was? Ja, der hier bewaffnete Leibwächter um sich hat. Klaus. Ja? Ich bin ein potenzielles Anschlagsziel. Klar. Diese Männer schützen mich vor Terroristen. Ja, ist klar, verstehe ich. Ich dachte nur, ich könnte mir bei dir vielleicht eine Waffe ausleihen, kurzfristig. Überleg dir nochmal, ob du dich nicht mit jemandem haussicherer fühlen würdest. Für mich drückt das Wort Sklave die Sehnsucht nach einem Arbeitsverhältnis aus, das nicht von Geld, sondern von Vertrauen bestimmt wird. Sie möchten also gerne Sklave genannt werden. Bitte, nehmen Sie Platz. So geht der echte Profis ans Werk. Die Menschen heutzutage können weder dienen noch befehlen. Fürs Gehorchen sind sie zu groß, fürs Herrschen zu klein. Was sind denn das für Männer? Die bauen dir deinen Swimmingpool. Diese Leute gehorchen nur, solange sie uns fürchten. Was ist ihre Frau? Das sind meine wunderbaren Nachbarn. Du und ich, wir beide blicken ohne Mitleid auf die Masse. Ich Arzt, du Schwester, ich Chef, du Untergebene, ich Oben, du Unten, verstanden? Mit euch Deutschen nie etwas anfangen. Ein Land von Schwuchteln regiert, von einer Frau, die sie Mutti nennen. Tut mir leid, Mohammed. 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 Ha. 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 Mo. Mo. Mohammed. Kann ich nicht einfach Mo zu dir sagen? Hm.
Sie sollten sich endlich abgewöhnen, uns als Menschen zu betrachten. Mohammed. Genau.